Hallo mein Kijkers, welkom zu neuer Aufnahme. Meisje, Jungen, ist eine Oat. Willkommen zu einem neuen Part von Pferde 2. Wir sind hier bei Hotline Miami. Mit mir sind Daniel und Bernie. Hi. Morgen, let's go. Wie Ajo, gesagt, ajo. Hotline Miami, nächste Quest von der Zahnarzt. Gucken wir mal, was das ist. Hat Was auf jeden ist der Zahnarzt? Fall laut Miss Birns Beschreibung etwas mit einem alten Charakter zu tun, sagt man so. Das stimmt. Falls die Aufnahme jetzt nicht abschmiert, dann werden wir das sehen. Genau. Genau. Ja, um halt als Story-Aspekt und so, ich weiß nicht, was der Hintergrund davon ist und so, aber halt am Anfang von Payday 2, ne, die Originalcharaktere von Payday 1 sind ja Dallas, Chains, Wolf und Hoxton. Die Sache ist aber, wahrscheinlich, ich würde im Hintergrund würde ich sagen, vielleicht weil sie damals dann den alten Sprecher für Hoxton nicht zurückbekommen konnten, hatten sie dann einen anderen Sprecher für Hoxton gehabt. Später kam halt aber raus, dann natürlich, weil es eine andere Stimme ist, das ist nicht der originale Hoxton, sondern inzwischen ist das ja Houston. Und die Sache ist, Hoxton wurde halt irgendwann in der Zeit zwischen Payday 1 und 2 halt in Gefängnis gebracht und wir versuchen jetzt Hoxton wieder zurückzubekommen. Und ja, genau. So. Das ist nur der Genau. Story-Hintergrund. Dann legen wir mal los. Wir müssen Ja. jetzt Gott sei Dank nicht mehr schleichen. Yay, und breit. Genau, kann einfach ganz blazing hier reinlaufen. Let's go. Okay. The commissar is dug in tight as a tick. This is one of his operations. Wreak havoc. If you can smash this dump up enough, he should give us a call. Then I can trace him. So. Okay, und erstmal ballern, Das jawohl. war diesmal die KI. Guck mal. Also, es sind aber eh Ja. schon einige. Die RP-Mikrofonständer. Okay. Was? Gut, gut zu wissen. Willkommen zu Random Informations, right? That was random, aber hey. Okay. Ah, haben jetzt extra auch mal ein Visier geholt, aber wahrscheinlich hole ich mir später das andere Visier. Mal schauen. Anscheinend ist sie Was so eine müssen wir jetzt Aufnahme. tun? Ja, steht da oben links bei dir, falls du lesen kannst. Ich hoffe, es macht für dich. Wir den russischen Gangster. Genau. Hopp, da Aua. ist er, da. Oh, Achtung, hier ist eine Claymore. Zack, die Tür aufgesprengt. Muss So, wo mal kurz versteckt hier. sich? Ne, das hat nichts gebracht, okay. Wow, hier ist keine. Ich habe einen schlafen geschickt. Cool, hier ist wieder eine Claymore an der Tür. Zack. Und tot. Noch drei Gangster. Ich habe einen schlafen geschickt. Meinst du mit Schlafen, dass du ihn getötet hast? Ja, meint er. Gut. Oh, woran liegt das denn? Ich habe immer noch ein bisschen Screensharing, aber im Stream, sag ich schon, in der Aufnahme, die sie seitlich haben, sieht man es nicht. Weird. Naja, was soll's. Achtung, ich spreng von meiner Tür das Claymore weg. So. Schlappschwänze. Let's go. To the mall today. Ja, ich töte schon mal die Let's go. Polizisten. Ich bin der Iron Man. Ihr könnt die weiteren Gangster raussuchen. Zack, alle Polizisten wurden getötet. Wie gesagt, I am Iron Man. ich stell dir mal auf. Achso, nice. Ah, jetzt kommen die SWATs. Meth Labor. Also als erstes Puff, dann blaues Dings. I don't know who sent you. Is this really how you want to play?
Oh, hier ist Geld auf dem Tisch. So, puff, dann blau, dann verbinden. Oh, okay. Ab zum Benzin. Oh, das ist da unten. Da draußen geht die Action ab, aber ich bin erstmal da. So, jetzt. Wir müssen halt Benzin holen. Benötigt Ätzenharz von, Salzsäure benötigt. Naja. Wasserstoff, wie beim Einsatz. Also wir müssen irgendwann runter. Ja, alles gut. Kriegen wir schon hin. Ah, hier ist wieder Snipe. Da ist ein Sniper auf dem Dach, by the way. Okay. Dann. Ich glaube, den treffe ich mit meiner Kimbus nicht so gut. Achso, da ist der Kimbus dabei. Hast du noch eine Zweitwaffe mit Visier? Was? Hast du eine Zweitwaffe mit Visier oder so? Ja, eine Shotgun. Wow, okay, gut. Du bist auf jeden Fall nicht vorbereitet für Fernkampf. Nee, den treffe ich definitiv nicht. Ich hab's probiert. Wo ist denn der? Ich könnte treffen probieren, aber er ist so weit weg. Ich kann ihn nicht mal sehen. Ich hab mal die Laserstrahl gesehen, aber nicht von wo er herkommt. Ich kann dir sagen, da hinten, hinten auf dem Dach, da wo ich hinguck. Also hinten links. Aber der scheint wieder weg zu sein, oder? Ah, Schild kommt. Scheint nicht mehr zu leben. Fragezeichen. Kann sein, dass ich ihn getroffen habe. SWAT kommt ja auch geklettert. Ich kletter mal runter und such mal nach Benzin. Scheiße. Das hätte ich nachgucken müssen. Ich weiß nicht mehr, mit welcher Taste ich quasi das Zweitgadget ausrüsten kann. Mit G probiert klappt's nicht. Ne, damit stelle ich halt mein Main Gadget auf. Na, versteck dich irgendwo und schau mal in die Steuerung. Findest du es bestimmt. Ich glaube ja, das Benzin ist dann in der Tanke. Ich laufe mal rüber. Kann mich jemand decken von unten? Von oben? Ich schau gerade Steuerung. Dann Bernie. Benny, du bist da, oder? Genau, schieß mal auf die Typen von oben. So, hab das Benzin. Ich hab einen Sniper down, aber der Sniper wird geschützt. Den seh ich nicht. Digga. Such hier mal nach den Meth-Zutaten. Ich würde mich wundern, wenn die Meth-Zutaten. Okay, ich kann nicht mal in die Tanke reingehen. Okay, ich hab's gefunden. Aber ja, brauchen wir später. Mit X war das okay. Okay. Alles klar. Mal gucken, ob ich noch irgendeine Geisel nehmen kann. Ein Stück mit. So, ich leg mal ein paar Feuer. Da muss ich kurz mal runterspringen. So, ab ins Motel, wieder zu. Kommt alle zur Tanke rüber, da könnt ihr Benzinkanister nehmen. Ach, unten an der Tanke, ja, ich komm. Ja, oh. Ja, in der Tanke kann jeder von euch mal Benzinkanister mitnehmen. Und dann okay. Autos anzünden. Mir wird gerade den Hintern geschossen. Oh lol. Das war nicht der Plan. Was hast du gemacht? Ja, ich wollte den Geisel nehmen, hab ihm einen Headshot gegeben. Nice. Gut, ihr habt zu gut geschossen. Oh Gott! Hä? Was hast du denn gemacht, Benny? Ich hab den Benzin hingelegt auf ein Auto und hab ich überlegt erschossen worden. Also. Oh, ich hab schon wieder keine Muni. Oh, ba. Benny, warum? Ich krieg wieder die. Hier, das eine Video, was ich gepostet habe, war das heute, oder? Ja. So. You up now, goddammit. Ja, Dani, du musst ein Auto anzünden, du bist der Letzte mit dem Kanister.
Schieß ja. drauf, du musst auf das Kanister noch drauf schießen dann. Achso. Das hat Benny auch vergessen. Der hat drauf geschossen, aber er hat nichts getan. Der ist sehr wahrscheinlich daneben geschossen. So, wenn ihr irgendwie mal Meth-Zutaten findet, dann könnten wir die auch nutzen. Und dann, hab ich jetzt auch keine gefunden. Dann können wir ein bisschen Meth kochen und mitnehmen. Zerstör die Tankstelle. On the fucking ground! Was? Sputnik? Ah ja, warte mal, ich muss mal hier kurz was machen. Hier, ich hab mal ein Money-Bag gedroppt. Das brauch ich aber selber, aber kurz. Ich habe jetzt Salzsäure gefunden. Ja, wo sind die anderen Zutaten? Wo war die Säure? In einem Mülleimer. In so einem Plastikmülleimer. Ah, diese Turrets! Okay, jetzt habe ich wieder. Ja, die Turrets gehen wieder bestimmt ab, ne? Ja! Brrrr. Ah, ich liebe es. Wir haben echt gute Fähigkeiten geskillt, muss ich sagen. Auch sehr nützliche Fähigkeiten. Keiner muss sagen, okay, dass er sich irgendwie verskillt hat oder so. Sehr schön. Okay, so. Kann jetzt jemand hier blau Ätznatron hinzufügen? So. Und dann als drittes das Chlorwasserstoff. Ich kümmere mich mal drum. Ich habe HCl. Bitte nichts hinzufügen, Benny. Ich mach das. Oder nee, warte mal, ich glaube, du hast das. Ja, Chlorwasserstoff hast du. Wenn du es gleich machen kannst, dann beim grünen Kanister das hinzufügen, okay? Okay? Ja. Hört ihr das? Ja, ich. Das heilige Makrele. Ich geh mal gucken. Oh. Ich glaube, das Meth-Labor ist gut verteidigt. Cyber. Jo! Ja, ich hab in meinem Akimbo dem Sniper einen Headshot gegeben aus der Hüfte. Jo, okay, und Hex aktiviert. Benny, schmeiß mir das mal zu. Danke. Ich nehm das mal mit. Guck mal, schau mal, wie schnell ich rennen kann. Ich trag gerade eine Tasche. Ich hab Iron Man Rüstung. Auchi. Ich hab die schwerste Rüstung im Spiel plus eine Tasche. Und ich hab eine Brechstange. Du, nice. Oh Gott, Bulldozer, oh Gott, lauf. Ich lauf mal alleine rüber, ich mach das. Okay. Ein Nachteil haben leider meine beiden Turrets, sie gehen unfassbar schnell leer, das heißt, ich muss regelmäßig mit meiner Tasche die Munition auffüllen. Ja. Gut, dass ich eine dabei hab, ne? Oh Gott. Ich hatte mal eine dabei, ne? Was? Haben wir dich schon mal gesagt, du kannst das C4 weglegen? Ja, wir meinten die ganze Zeit, wie unnötig das C4 ist, dass du das mal weglegen sollst und so, und dass wir das nicht brauchen. Ja. Aber gut. Na, wir haben wirklich hier einen DeLorean. Lol. Digga, ich lol. Sogar mit den Flügeltüren, wie geil ist das denn? Ich lass den mal hier, damit der nicht verschossen wird. Ein DeLorean hat, soweit ich weiß, immer Flügeltüren. Ja, ich weiß, aber einfach nur, ich habe die Flügeltüren bewundert. Ich bin immer noch oben auf dem Dach bei dir. Nur Bernie, Copa ist weg. Genau, ich bin zum DeLorean gelaufen, hab da die Sprengsätze genommen für die Tankstelle. Ach, das ist Copa, ich hab gedacht, wir springen da wie so ein Blöder durch die Gegend. Hallo! Copa! Ich mein, übrigens, Copa, kannst du mal zugucken. Ja, warte. Lal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 
So, ja. Oh, und aua. Bei Beitankstelle. Alter, es ist einfach so schön, ich liebe es. Die Turrets sind das geilste der Welt. Ratatatatatabom. Du noch den Keller. Na, Benny sofort aktiviert, genau. Du bist Österreicher, das muss doch einfach für dich sein. Genau. Oh Gott, zwei Kloker gleichzeitig! Help! Help! Okay, irgendwie habe ich das überlebt. Ich weiß nicht wie, aber ich did it. Ja, irgendwo müssen wir den Keller finden. Lass uns zusammen bewegen, Jungs. Ja, ja. Wo bist du? Da. Da. Das ist I follow. I follow you. Hm. Weißt du, was ich guck mal hinten rum. Geh mal hinten. Ich guck mal hinten, ob da der Eingang ist. Nee, ich spring mal durchs Fenster. Oder auch nicht. Hallo. Surprise. Gute Frage. Irgendwo hier sucht nach dem Keller. Wir sind in Amerika. Also muss es Bernie den erfinden, eigentlich den Keller. Ja, eigentlich schon. Das wäre hier enttäuscht. Oh, hier ist wieder ein Sniper. Mal drum zu kümmern hier. Was haben wir hier? Flashbang. Was schön ist, ich habe jetzt einen Skill, der Flashbangs 75% reduziert quasi. Yo. Für mich. Warte mal, ich räume mal kurz die Straße. Friss Kugel, der Lutscher! Say hello to my little friend. Oh, my little friends. Ja. Hier ist ja gar keiner mehr. Ja, nur noch den Sniper, den ich die ganze Zeit nicht treffe. Ey, warum? Das Visier ist richtig kacke. Oder die Waffe hat so viel Recoil. Oh, da hat er einen erwischt. Hat ewig gedauert, ey. Gefickte Scheiße. So ein bisschen doof in dem Spiel. Selbst wenn man sich umdreht, au, kriegt man trotzdem voll die Blendgranate ab. Oh Gott, help me. Ich muss mal kurz was machen. Ah, ich hab ihn im Keller. Wo ist er? Da, wo ich bin, Danny. Ja, ich bleib mal kurz bei meinen Turrets, bis die leer geschossen sind. Warte auf, dass Spy das Geschenk abwirft, okay. Benny, du bist. Ja, komm mal da, wo ich bin. Rüber. Wir haben wieder einen Sniper auf dem Dach. Ja, lol, ich kann halt echt mit der Shotgun auf die Distanz den Sniper treffen. Weil. Nice. Nice Schuss. Ah, was hat dieses Geräusch? Ah, es ist einfach schön. Wo ist der Keller? Komm mit, Benny. Guck mal, ich sag, Benny läuft zu mir, Benny läuft zu Dani. Benny. Egal, ich hol die Tasche. Ich bin jetzt. Wo bist du eigentlich? Da bist du. So, warte mal, wo ist er? Wir haben hier übrigens ein Ausrufezeichen im Gang, also hier im Eingangsbereich. So. Ich mach das. Ach, da bist du, okay. Okay, wir müssen zum Auto. Hm, ich mach das. Wir machen mal kurz den Weg frei mit Volksbank Raiffeisenbanken. Okay. So. Wir haben leider nicht genug Muni für zwei. Muss mal kurz die Treppe hoch. Mhm. Ja, Bernie, was machst du? Wieso stehst du auf der Straße, Bernie? Wieso stehst du auf der Straße? Über ein Auto. Warum bist du zum DeLorean gegangen? Wo wir null sind. Guck mal, hier, Bernie, komm her. Hier, ich glaube, der erste. Ja.
Ja, der arme Russ ist getriggert, tut mir so leid. Sehr schön. So, kommt runter, Jungs. Jo, ich nehme nur kurz meine Babys mit. Oh, da sind wieder Russian Gangsters. Iron Man ist da, Baby. Bernie, du hast C4, oder? Spreng die Tür auf. Ah, ist Sydney. Let's go. Come on, boys. And girls. And children of all ages. Geld! Yeah, baby. Money. Kriegt das Geld nicht? Aha. Boah, das ist mir gerade relativ egal. Okay, whatever, boy. Ah, hier gibt es noch mehr Türen hier hinten. Bernie, bei mir. Bernie, wir brauchen deine Ladungen. Ah, wir können hier die ganzen Kisten öffnen, Jungs. Ja. Wo ist die Tür da? Ich kann dir den Barcode irgendwie nicht nehmen an der Tür. Guck mal, wie das an der Kiste hier. Okay. Hier bei mir. Mhm, warte mal. Irgendwie komm ich an den Zettel irgendwie nicht ran. Ja, ich öffne mal kurz die andere Transportkiste, wo ich bin. Ja, bei der Kiste kann ich ihn auch nicht machen. Dieser eliminated, ja schon, der Charakter auch Russisch. Oh, Ed's Natron. Ah, ich glaube, liegt vielleicht daran, weil wir direkt den ersten richtigen Barcode wieder hatten. Ja, aber hier steht, wir müssen die richtige Adresse noch ermitteln. Es ist gerade dabei, dass er was scannt, den Barcode. Ah, wir haben schon wieder übrigens, wenn ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wieder einen Polizeioffizier. Capitano. Ein Capitano, okay. Ah, okay, ja, da muss noch Processing. Na gut, deswegen geht's nicht. Ja, ich brauche eine Kohle auch schon. Hä, okay. War geil, die Kamera einfach zu der Ecke, haben nur rumgeguckt und so. Mir sagt auch das. Toll, die. Oh, Bulldozer! I will kill you! Silence! Ich hätte hier mal. Ja, wohl ist er da. Ich sag mal so, meine Turrets machen schon gut Vorarbeit. Auf jeden Fall. Bestes Gadget. Was auch immer du sagst, Ben. Ja, whatever. Da war noch einer. Schön, dass wir echt in den ganzen Kisten nichts rauskommen können aus dem Barcode. Ja, und halt Ed's Natron und Fluorid und was weiß ich. Weißt du was, ich geh mal hoch und versuch Meth zu kochen, mal schauen, ob noch eine zweite Runde geht. Jojo. Oh Gott, und draußen begrüßt mich direkt ein fucking Bulldogs. Oder Ford, right? Hier kamen schon zwei runter. Ja, aber weißt du, direkt da. So, hier mein Iron Man Bruder, komm mal her. Mano. Ja, und du schickst einen anderen vor, du Lutscher. Komm her, Mano. Oh Gott. La 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 la. Flashbang. So. Digga, dass sie mich überhaupt schlagen können mit der Iron Man Rüstung, was für ein DS. Ja, okay, ich kann hier nicht rausgehen alleine. Es ist einfach gerade voll mit Gegnern. Soll ich mitkommen? Wenn du möchtest. Jo.
Lass mich kurz nachladen. Randvoll mit Polizisten, allein das Zimmer. Wie gesagt, ich kann da ein bisschen clearen am Eingang. Ich habe ja meine Turrets mit bei. Mhm. Warte mal, hab ich noch eine. Ne, ich habe leider keine Mollys, sonst hätte ich ein bisschen aufgedrückt. Schwebt der eine bei dir auch in der Luft? So halb. Ne, warte, ich schmeiß eine Granate oben in den Raum rein. So. Das wird ein bisschen clearen. Zack. Die Matroschka. Jetzt wird sogar Sinn, sie Matroschka werfen, weil ich einen russischen Charakter habe. Oh, Boba, rennen wir mal weiter. Rennen wir weiter. Los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh fuck, oh Gott, oh fuck. Oh, wir werden sterben. Geht in den Raum rein. Ja, hier, verstecken im Raum. Oh Gott, ab in die Dusche gemeinsam, komm her. Hi. Ich setze die Tür nicht ein. Oh, ui. Oh, no. So, Nochmal, ich muss den Buch kurz aufräumen. So, let's go. Ich hab keine Money mehr. Vielleicht liegt oben noch ein Money Bag? Weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, Ben hat oben auf der Veranda noch das Money Bag gehabt. Das war meiner. Oh, oder du. Ja, da ist er noch. Kann ich mir Money holen. Ich sag ja, dieses Doppelgadget ist ziemlich faktisch. Jupp, definitiv. Aua, aua. Alter, wie viele Leute hier sind, Motherfucker. Wir sollten mal gucken, ob wir diesen General finden. Generali, ja, wir können noch mehr Meth kochen. Nice. Jeder von uns hat ein volles Set, um noch mehr Meth zu machen. Ja, ich komme da aber gerade nicht auf. Ich bin beschäftigt. Ja. Ah, ich sehe den Typen, by the way. Der ist geradeaus von mir. Am anderen Ende der der Straße. Okay. Why are you doing this? Why are you doing this? Na, wir können fliehen. Nö, wir machen noch ein bisschen Meth. Kommt zurück, kommt alle ins Meth-Labor. Okay. I see what I can do, but I guarantee for nothing. Alles gut. Aua. Wenn ihr lebend ankommt, kann ich euch heilen. Ganz einfach. Es wäre auch mal gut, den einen Sniper zu killen. Oder zwei Sniper sogar, meine Güte. Mutti! Zum Glück halte ich einiges aus, irgendwie doch. Ich kann die ganzen Sniper voller Rauch und Kugeln gar nicht erkennen, sogar wo die sind. Ah, ich habe nicht mehr genügend Munition, um Geschütz zu platzieren. Ich bin also am Ende, nachdem Geschütz ist vorbei. GG. Ja, ich sehe, was du meinst. Also man kann nur erkennen, wo die Sniper sind, während die Sniper natürlich als KI einen easy treffen können. Ah, ich hab den einen getroffen. Aber jetzt fehlt mir die Muni aus. Ja, zack, das war's. Deswegen wäre mal praktisch, wenn Benny noch ein zweites Muni weg nächstes Mal mitnimmt. Benny, wo in Gottes Namen bist du wieder? Tot. Ja, Überraschung. Schrei ihn mal an. Ich probier. Wird direkt getasert, lol. Mhm. Oh, der Bombe. Ja, das ist auch eine Personalzeit, aber das hilft dir gerade nicht viel. Ja, Benny, wenn du den Plan hast, das Koks abzugeben, lass uns gemeinsam dahin gehen, nicht allein. Woher weiß ich denn, was ich jetzt ins Map geben muss? Es fehlt nur noch der Chlorwasserstoff, der grüne Kasten. Grüne, du weißt, was ich meine, das Grüne halt. Chlorwasserstoff, genau. Ja. Gib das ab, das ist das Letzte, was noch fehlt. Okay. Ich fahr den DeLorean her, damit wir... Abkoks! Oder? Meth, ja, ist fast das gleiche. Ich komme aber nicht drauf, ich probiere aufzukommen irgendwie. Treppe! Es gibt in der Mitte eine Treppe. So, fertig ist das Thema. Oh, scheiße. Können wir kochen? Ja, wir kochen jetzt noch ein bisschen Meth und dann hauen wir ab. Ich hab schon eine Meth gedöns. Eine Meth-Tasche habe ich schon. Sehr schön. Aua, aua, aua. Also, ihr müsst halt in der Reihenfolge Salzsäure, Ätznator und dann Chlorwasserstoff. Hast du das Richtige reingetan, Bernie? Hoffe. Na, ja, Überraschung. Ich glaub's nicht. Eigentlich hast du das, was du anguckst, hinzugefügt? Ja. Dann war es das Richtige, hast du Glück gehabt. Lacker.
Schön, dass Ben einfach irgendwas random hinzufügt. Bulldozer, by the way. Ich hab gar keine Munition mehr. Ich bin auch sehr lau. Oh Gott. Hier ist noch ein zweiter Bulldozer. Oh, Hilfe. Wir müssen auf den Kopf ziehen, ins Gesicht rein. So. Mir geht die Muni aus, auch langsam. Ja, so, der nächste. Wer ist jetzt? Was sitzt jetzt? Ich mach da eine Ed-Natron. Da hab ich das? Ich hab's noch. Ja, hier ist ein Bulldozer in der Ecke. Ja, meinte ich, dass ich zwei. Getötet. So, hab beide Bulldozer irgendwie noch. Danny ist in Haft. Der Bulldozer hat mich erwischt. Ja. Ich hab keine Munition gegeben. Ich guck mal, ob ich einen gefangen nehmen kann. Ich garantiere aber für nichts. Sind unsere beiden Geiseln gestorben? Einer zumindest. Ja, ich weiß, wir machen noch ein bisschen mehr, okay? Beruhig dich. Ich kann den aber gerade nicht konvertieren, by the way. Also, ich kann glaube gerade nicht umtauschen, soweit ich weiß. Okay. Ich hier so, klar, Wasserstoff als letztes. Zack. Wir können eigentlich noch ein bisschen Meth machen und ein bisschen was dazu verdienen. Sehr schön. Jetzt mal. Yep. Ah, hier meine Hauptwaffe wieder voller Money. So, ich bin wieder voll einsatzfähig. Hier, Daniel, hier ist eine Geisel. Ja, ich weiß, die habe ich gerade für mich da down geholt. Ich kann den aber ich kann mit dem gerade nichts machen. Na, du hast schon zwei. Ich kann den aber auch nicht umtauschen, deswegen habe ich dir gedacht, ob ich vielleicht eine Geisel deswegen nehmen kann. Ja, es braucht immer ein bisschen Zeit. Es muss erst ein bisschen Zeit ablaufen, bevor das geht. Wir hätten da theoretisch noch genug für einmal Meth. Wollen wir noch warten, was Meth noch machen? Ich hätte halt noch ein bisschen was, ja. Was soll ich denn reingeben? Wir können jetzt Salzsäure. Salzsäure, okay. Zack. Gut, ja, wir sind schon bei 32 Minuten, aber wir sind jetzt inzwischen schon dran gewohnt, mal ein bisschen längere Parts aufzunehmen. Jo. Oh, ich glaube, der letzte war eine Stunde. Ja. Ich hätte fast die Geisel getötet übrigens, aber nur fast. Passiert. Notfalls hätten wir noch die Bodyguards. Aua. Dass wir gerade nicht eintauschen können, ist halt hart belastend, ey. Ja, das ist schon nervig. Flashbang. Ich hab mich in der Dusche versteckt, aber das ist gut. Bulldozer sehe ich schon von außen. So, als nächstes Ed-Natron, Daniel. Die blaue Box. Chlorwasser, Salzsäure, Ed-Natron, okay. Blaue. Und als letztes dann das grüne. Ja. Ja, ab den Bulldozer erledigt. Ich muss eigentlich einmal kurz rauslaufen von Muni, aber da ist leider keine. Ja, oh. Ich hab sie mir halt gerade schon geholt, deswegen. Dann muss ich hier die eine Tasche an Sydney geben, weil wir ja drei Taschen dann transportieren müssen ohne Bernie quasi. Hier ist Sydney, Friss. So, sehr schön. Das letzte muss ich dann abgeben, ist dann eine Chlorwasserstoff. Ist Taser! Taser! Sniper draußen. Ja. Interessant ist, Benny, kannst du irgendwie sehen eine Nachricht, wie lange es noch braucht, bis wir. Ein verhandelt, Zivilist getötet, null, geschäftlich verzögert, Geschäft verzögert sich um 0,5 Sekunden steht da. Ja, das heißt, 5 Sekunden können wir dann nicht eintauschen, oder? Das bewegt sich aber nicht runter, diese Zahl. Ach so, okay. So, Wasserstoff, gleich haben wir dann unser Endprodukt. Können wir nochmal dreimal Meth abgeben und abfahren. Zack. So, Daniel, dann beten mal zu allen Göttern, ja, die du kennst, und dann gehen wir mal raus. Los geht's. Ja, okay. Hinten raus, oder? Ja, lass mal hier rausspringen. Das kriegen wir zwar ein bisschen Schaden, aber es lohnt sich. Wo bist du? Ah, da hinten, okay. Komm. Ich hab gerade getasert. Ist Smoke. Ja, alles gut. Wo bist du? Ja, da. Durchlaufen, oh Gott. Ja, töten wir die, das sind wenigstens Lachen, so weißt du, dann haben wir ein bisschen einfacheren Weg. Oh Gott, das ist ein Bulldozer. Bulldozer, oh, ja, zieh dich zurück. Ich drop Heilung für dich. Ich hab Heilung, glaube ich, gedroppt. Abseher. Sehr schön. Hier, wir checken uns hier, stabilisieren uns. Bin wieder voll.
Sehr schön. Und dann machen wir einen Zugriff. Durchlaufen, ich bin drin. Ich komm darf mal rein. Nicht reinlaufen, sonst ist es vorbei. Hast du das Map abgegeben? Nee, es geht, ich glaube, das war bloß so, dass ich es auch... Schmeiß einfach ins Auto rein. Hab's drin, hab's drin. Komm her. Obwohl, das tut nicht, stimmt, ja. Nein! Nein! Ja, wir haben's auch so. Wir haben's. Haben wir das alles letzte Match? Ja, soweit ich weiß schon. Okay. Gut. Soweit ich weiß schon. Ich konnte halt nicht ins Auto reinschmeißen, wurde halt genau getasert, bevor ich es ins Auto reinschmeißen konnte. Aber soweit ich weiß, halt so, wenn du es bei dir trägst, dann zählt das, glaube ich, auch. Deswegen meintest du es nach zumindest. Gudi. Ja, hat ja irgendwie funktioniert. Ja. Ja. Doof, dass wir Bände die ganze Zeit nicht eintauschen konnten. Das ist natürlich am Ende noch verschwert, weil das muss ich halt rübergehen. Es kann sogar sein. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Eigentlich muss ich mindestens immer einen Molly beibehalten, um den nach irgendwie reinzuschmeißen. Hm. Dress to impress, ja. Dress to impress. Aber gut, so. Ich habe das noch reingespielt, damit die Rede nicht verpasst wird. Und was dann passiert hier im Tag 2 von Hotline Miami. Sehen wir dann am nächsten Part. Bis dann und ciao. Bye bye.